Mein neues Album heißt On. Ist für mich eine ganz neue Klangwelt und ich schaue halt einfach immer, was mich in dem Moment antriggert. Jedes Album beginnt wie eine leere Leinwand und zu dem Zeitpunkt habe ich viel Hip-Hop gehört und hatte einfach Lust, voll in Neues einzutauchen. Rob Summerfield, toller Sänger aus Wien, ist jetzt das erste Mal auf dem Album von mir dabei. Wir waren allerdings schon gemeinsam auf Tour und zwar hat Rob die Songs meines Vorgängeralbums Up live mit uns umgesetzt. Und dort haben wir uns kennengelernt eigentlich. Also er hat nach einem Sänger gesucht, der das letzte Album umsetzen kann, live. Und dann hat es live so gut geklappt, dass wir gesagt haben, hey, es wäre doch cool, mal in Zukunft auch zusammen musikalisch irgendwie kreativ tätig zu sein. Nachdem ich die Songs mit den Krauts schon auf den Weg gebracht habe, ging es dann auch nochmal mit Band ins Studio. Dafür wollte ich eben noch einen weiteren Produzenten haben. Das ist Ralf Christian Mayer geworden. Ganz toller Produzent und Engineer, hat sehr viel Pop und Hip-Hop auch gemacht. Und gerade bei so einer Produktion, wo so viele unterschiedliche Sounds und Einflüsse zusammenkommen, war es dann einfach super mit jemandem, der mit mir einfach so diese Vision noch teilt und das Ding dann am Ende rund macht. Für mich ist sehr interessant die Kombination zwischen modernen Hip-Hop-Beats und der Trompetenmelodie. Das heißt, die Trompete ersetzt im Endeffekt die Gesangsstimme. Man muss keinem Text folgen, sondern man kann einfach sich entspannt nach hinten lehnen. Es kommen gute Beats und man kann der Melodie hinterhergehen. Zusätzlich zu der Musik, die wir für mein Album gemacht haben, haben die Krauts mich auch eingeladen, 2 Nummern auf dem Materia-Album zu spielen. Materia ist auch wiederum beim Feature bei mir dabei. Yeah. Auf dem iPhone die Songs wie damals auf Tape. Alles geht weiter, nur der Rauch bleibt stehen. Die Konsole seit 10 Jahren im Schrank, weil all die Steckdosen besetzt sind. Kaffee auf dem Laptop, Riss auf dem Flatscreen, Staub auf der Boombox, das Spiegelbild wechselt. 1000 Tassen, kein Gerät zum Abspülen, 2000 Platten, kein Gerät zum Abspielen. Letzte. Zu dem Zeitpunkt, als es losging mit dem Album, waren Synthes und Programming für mich halt doch noch ziemlich Neuland. Und ich wollte mir einfach Leute ins Boot holen, die aus der Welt wirklich kommen, und ich stand schon immer sehr darauf, was die Krauts gemacht haben, zum Beispiel für Materia oder für Peter Fox, weil die, finde ich, eine sehr schöne Art haben, gleichzeitig modern, andererseits auch so organisch, ein bisschen retro zu klingen, und das hat halt einfach sofort geklickt und total gut funktioniert. Ich mag es einfach, mich von neuen Impulsen, einer neuen Idee treiben zu lassen, den Schalter umzulegen, dann einfach zu machen, hands-on. Und so heißt auch das Album, On.